Ich muss vorsichtig sein. Ich kann mich sicher darauf verlassen, dass Damien querschießt. Er hat einen anderen Plan. Okay, ich brauche jetzt erstmal den Aktenkoffer. Moin moin Leute, ich bin's, euer Spielfriese. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Watch Dogs. Und zwar müssen wir irgendwie eine Aktentascheübergabe observieren. Tendenzen. Alles, was Quinn braucht, damit die Gäste loyal bleiben. Verstanden? Und das versuchen wir jetzt mal. Als wäre das Ding voll verfickter Goldbarren. Siehst du den Koffer? Tue ich. Er bewegt sich. Warte. Das glaube ich ja nicht. Was? Quinns Jungs machen da was aus der alten Gangsterschule. Ein Koffertausch? Ehrlich? Und das soll funktionieren? Sowas habe ich noch nie gesehen. Warum machen die das? Wollen die das CTOS täuschen? Jeder, der das auf dem Monitor beobachtet, würde den Austausch sehen. Sie versuchen, die Überwachungssoftware zu verwirren. Interessant. Okay, dann laufen wir mal hinterher. Tut mir echt leid. Hab hier eine neue Kamera und keine Ahnung, was ich damit anstellen soll. Okay. Alles in Ordnung? Diesmal habe ich den richtigen Knopf. Der Koffer ist auf einem Boot, das flussaufwärts fährt. Ich habe hier Motorrad. Ich folge Ihnen. Vielleicht sehe ich, wo Sie hinwollen. Eine Sekunde. Scheiße! Was ist denn in der Nähe? Ich tippe, das wird eine kurze Tour. Ein letzter Übergabepunkt vielleicht. Okay. Dann folgen wir der Tasche mal ganz unauffällig. Nein. Stop. Da ist ein alter Yachthafen. Lucky Quinn hat ihn 1967 gekauft. Das muss es sein. Ist seit den 80ern für die Öffentlichkeit gesperrt. Boah, Alter, wir gehen aber richtig ab mit deinem Boot da. Was die da so im Schilde führen. Lokalisieren die Aktentasche unbemerkt, okay. Er hat eine Waffe!
Hey, ganz ruhig. Das wird nicht so gut, wenn ich von vorne komme. Ich will ja auch keinen Scheiß hier machen, ne? Gehen wir ins Wasser. So, wir sind drauf. Dann gucken wir mal. Wisst ihr was? Fickt euch doch alle! Fickt euch alle ins Knie! Wow. Pass auf! Der Typ darf uns nicht entwischen! Na, komm her. Halt den Penner raus! Oh, jetzt haben sie mich auch noch. Eigentlich hieß es unbemerkt. Die Jagdhafen. Aber naja. Dann machen wir es auf die harte Tour. Scheiße. Den haben wir verjagt. So. Kopfschuss. So. Zack. Und noch ein. Okay, dann gehen wir jetzt mal rein.
ein Foto von machen. Ich schicke die Gästeliste aus dem Koffer. Worum es auch gehen mag. Der Club geht kein Risiko ein. Die Security wird streng. Okay, dann finden wir dir eine passende Identität. Kein Stammgast. Irgendjemand aus dem Ausland. Jemand, den sie nicht kennen. Okay. Okay, der hier. Kannst du einen Mr. Pang spielen? Ich glaube nicht. Gibt es Europäer? Nicholas Crispin. 32 Jahre alt. Auslandsamerikaner. War seit 12 Jahren nicht hier. Das passt doch. Oh mein Gott. Hier sind seine Präferenzen. Der Mann ist krank. Und ekelhaft reich dazu. Wird man ihn vermissen? Wie vermissen? Clara, wenn ich seine Identität stehle, darf er meine Deckung nicht auffliegen lassen. Das heißt, er muss sterben. Oh. Da ist was dran. Meine Schwester wurde entführt, Clara. Ich werde alles tun, um sie zu befreien. Hör mal, wenn das zu viel ist, kannst du aussteigen. Ich verstehe das. Nein, alles gut. Das Schwein wird niemand vermissen. Ist ein guter Treffer. Er soll sein Auto bei einem Händler abholen. Okay, ich treffe ihn da. Ja, das war's auch schon wieder. Mit einer Kampagnenmission. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.